wenn ich grün bin, dann bin ich noch nicht hässig, dann kann ich noch ruhig spielen. Wenn ich orange bin, muss ich, würde ich langsam ins Zimmer und mich zurückziehen oder etwas ruhiges spielen. Und wenn ich rot bin, gerade ins Zimmer. Ich glaube, Grenzen setzen oder sich auch bewusst sein, wir als Familie, wir als Einzelperson haben hier die und die Grenzen. Das ist ganz ein wichtiger Teil, wenn wir über Erziehung reden wollen. Also vor den Herbstferien war es so, dass ich viel reingehört und nach den Herbstferien auch. Dann musste ich mal in eine andere Klasse, aber nachher ist es recht gut gegangen. Zum auch merken, jetzt hast du wirklich eine Grenze überschritten. Und nachher, gell, hast du wirklich gemerkt, oh nein, das will ich nicht mehr. Mhm. Aber so? Also? Nein, das musst du nicht. Ich gehe schon davon aus, dass es bei der Entwicklung eigentlich ganz viel so verschiedene kleine Grenzen gibt, von Kindern immer wieder testen, oder? Wie viel Nähe kann ich einholen? Wo kann ich irgendwo meine Energie rauslassen? Was passiert, wenn ich jetzt noch mehr würde und noch mehr? Und das ist ja auch im Kindlichen innen, so ein bisschen grenzenlos sein zwischendurch. Und eine Grenze gibt ja auch immer eine Struktur. Wir alle wissen nachher, wo es durchgeht. Das ist so ein Leitplanken auch. Und das ist die Aufgabe der Eltern, dass sie die Grenzen setzen. Und es braucht auch Grenzüberschreitungen, dass man wieder von Neuem anfangen kann und dass man wieder miteinander den Weg neu bestimmen kann. Weil es ist ja auch etwas Dynamisches. Mama, schau ich mal so. Nein! Nein, das musst du im Fall nicht machen. Nein, Timo, das nicht. Nein, das ist grusig. Nein, weißt du, das wollen die anderen auch noch von dieser Weihe essen. Wenn ich mit der Wohnung shoote, weil ja, ich weiss genau. Eigentlich, dass ich das nicht darf. Und dann, wenn ich es mache, ja, dann weiss ich eigentlich, dass ich. Das weiss ja. Eigentlich, gell? Dass du ziemlich schnell jemand kommt und sagt, jetzt ist. Ja. Aha. Der Papa wird nicht so laut, aber er hebt uns da einfach und tut uns ins Zimmer. Tut er gerade sagen, jetzt ist fertig. Meistens ja. Kommt ja wie noch so ein bisschen, jetzt müsst ihr ein bisschen aufhören sonst. Und dann... Ja, am Anfang schon. Ja. Wenn wir dann gleich weitermachen, dann sagt er einfach gar nichts mehr. Und dann müssen wir einfach gerade ins Zimmer. Okay. Und du tust einfach nur noch ein bisschen schimpfen. Aha, genau. Ja, das kann schon sein. Und dann tue ich einfach ein bisschen im Zimmer meistens etwas hören. Oder das Büchlein anschauen. Ein bisschen oben runterkommen. Ja. Ich nehme mir dann eher viel vor, habe das Gefühl, ja, jetzt noch schnell Staubsaugen, waschen, parallel kochen und dann sind noch die Kinder. Ja, immer alles. Genau, genau. Alles gleichzeitig wollte ich, genau. Und dass man dann vielleicht die Kinder auch mal fester hat, als es jetzt eigentlich nötig gewesen wäre. Oder genau, dann wirklich so ins Zimmer rein und die Türen zu. Das sind schon, so, das sind schon Grenzüberschreitungen, von ich dann am Abend wieder über die Nacht denke. Was könnte ich jetzt am nächsten Tag anders machen? Nein, zwei Dezi doch. Nein, eins. Ah. So. Aus der Situation rausgehen, das finde ich extrem hilfreich. Dann geht man halt mal schnell aufs WC. Oder nur schon sich umdrehen, jetzt einfach oben runterkommen, entspannen, vielleicht mal von 10 rückwärts zählen. Das hilft mir, dass ich dann wieder ein bisschen mich wie besser spüre und auch merke, so und was brauche ich jetzt? Und das brauchen die Kinder, oder? Dass ich nicht über eine Grenze hineingehe.
Also manchmal bin ich dann noch hässig. Aber manchmal tun wir auch dann zusammen reden. Wenn man einmal eine Grenzüberschreitung gemacht hat, braucht es nachher wieder wie 5 ganz bewusste Liebesbezeugungen. Oder dass man sagt, jetzt koche ich ganz bewusst das Lieblingsessen kochen von den Kindern. Oder gehe noch extra an, nach dem Streit mit dem Büchlein. Oder ganz, ganz fest sich das vornimmt, dass man jetzt hier ganz viel Aufmerksamkeit reingibt. Oder? Weil das passiert halt immer wieder, auch so Grenzüberschreitung. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Wir sind so nahe, oder? Aber wichtig ist ja dann auch, was man daraus macht. Und nur entschuldigen, glaube ich, ist einfach ein bisschen zu wenig. Dann braucht es von mir jetzt als Mutter oder auch als Vater wirklich noch ein bisschen mehr. Immer wenn wir die Bücher anschauen, Nase gerübeln. Das würdest du mega gerne ja machen. Und da sagen wir auch gerne nein. Mhm. Sonst erzähle ich nicht mehr weiter, erzählen, ja, gell? Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass man auch mal erzählen darf, dass eine Grenzüberschreitung passiert ist in einer Familie. Und wie ein bisschen wegkommt von dem perfekten Familienalltag, wo immer alles nur rosig ist. Und eingestehen, dass man manchmal auch nicht weiss genau, was könnte man jetzt noch machen. Also das ist ja auch manchmal einfach eine Blackbox, wie sich das gerade entwickelt.